Ja, zunächst mal Mersat, auch wenn ich dich nicht sehe hier neben mir oder im Raum da vorne. Union Regensburg, Glückwunsch zu den 3 Punkten und zum Klassenerhalt. Ich glaube, wenn man die 90 Minuten zusammennimmt, war das ein verdienter Sieg für Jan Regensburg. Wir haben versucht anzuknüpfen an die Partie gegen den VfB Stuttgart, hatten punktuell ähnliche Anlaufszenen, jedoch waren wir immer gewarnt davor, vor dem Überspielen unseres Pressings vom Jan, der vorne dann mit 4 Spielern oftmals gebunden hat und sehr, sehr wuchtige Spieler vorne hat und sehr gut auf den zweiten Ball spielt, wodurch wir immer davor gewarnt waren, nicht in einen Konter oder in eine eigene Falle zu tappen. Ich glaube, das Spiel war grundsätzlich pari pari am Anfang. Wir hatten dann die erste Möglichkeit mit einem Kopfball, wo der Torwart sehr, sehr gut reagiert. Der Jan auf der Gegenseite die gleiche Aktion nahezu. Und wir bekommen dann aus einem eigenen Angriff von uns links vorne, wo wir den Ball verlieren, was immer mal drin ist, bekommen wir 100 Meter weiter hinten dann aus einer Umschaltaktion das 1:0, was natürlich in dieser Liga für den Spielverlauf enorm wichtig ist. Dazu kam, dass wir dann leider Gottes das Tor vor der Pause wegen Abseits aberkannt bekommen haben. Wir haben dann versucht, alles draußen vorzubereiten für den Wechsel in der zweiten Halbzeit und bekommen in die Vorbereitung dann wiederum einen Angriff vom Jan, der dann zum 2:0 einschlägt. Und ja, ich glaube, dann hat die Mannschaft ein bisschen gebraucht, um sich wieder zu sortieren. Mir war es insgesamt zu wenig Fußball über die gesamten 90 Minuten. Auch der Anschlusstreffer hat uns nicht mehr zurück ins Spiel geholt. Dennoch war es ein sehr schönes Tor und es freut mich auch für Baba, dass er wieder zurück ist. Jedoch mit 2:0 Rückstand auswärts bei so einer Mannschaft, die immer wieder brutal gefährlich ist im Umschaltspiel, war es insgesamt von meiner Mannschaft zu wenig, um einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Und dennoch ist eine englische Woche dazu da, dass man sich relativ schnell schüttelt, dass man nach vorne schaut, weil wir haben keine Zeit irgendwie zu verlieren und hätte Wenn und Aber wieder, sondern wir müssen gucken, dass wir gut nach Hause kommen, gut regenerieren. Und am Sonntag versuchen 3 Punkte im Wildpark gegen Arminia Bielefeld zu holen. Dem Jan alles Gute für die letzten 2 Spiele und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen werden. Dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir noch 5 Fragen von Journalisten aus dem Stadion. Marius Bücher von der BNN fragt, warum hat Ihre Mannschaft in der ersten halben Stunde nach der Pause hinten so offen und ungeordnet agiert? Zum einen muss ich mir das immer noch mal anschauen, um da final eine vernünftige Antwort geben zu können. Aber es ist ja klar, es ist 3 Spieltage vor Schluss. Die Mannschaft liegt 1:0 zurück, muss dann noch mit dem Abseitstor so ein kleiner Nackenschlag verarbeiten und will unbedingt zurückkommen in diese Partie. Und dann vergisst man manchmal vielleicht diese Kernaufgabe nach hinten. Wir haben, glaube ich, insgesamt immer genug Leute da gehabt, haben es aber aus meiner Sicht jetzt aus dem Live-Eindruck einfach taktisch schlecht verteidigt. Und ist aber nicht nur immer unsere Schuld, sondern da ist ein Gegner auf der anderen Seite, dem man auch Respekt zollen soll, der gerade in diesem Bereich einfach sehr, sehr gut ist. Zweite Frage von Marius Bücher. Sie waren nach dem Spiel beim Schiedsrichter. Was haben Sie ihm gesagt? Worum ging es da? Ach, mich interessiert mich ja immer wieder, dass ich mich weiterbilde. Und ich habe dieses Jahr die Schiedsrichterschulung gehabt beim Fußballlehrer. Und dann frage ich mich manchmal halt, wenn es auf der einen Seite kein Handspiel ist, weil der Ball vom eigenen Oberschenkel an die Hand geht, was eine vollkommen richtige Aussage des Schiedsrichters ist, auf der anderen Seite pfeift er es. Und ich bin dann ein Mensch, der das einfach klären möchte im normalen Gespräch. Ich habe dann leider den Corona-Abstand nicht eingehalten. Das war meine Schuld und deswegen ist das Gespräch nicht zustande gekommen. Ich würde mir einfach in dem Fall wünschen, dass man sich vernünftig auf Augenhöhe begegnet und nicht irgendwie von oben herab behandelt wird. Das mag ich nicht und das müssen die Schiedsrichter auch aushalten. Das hat nichts mit der Leistung zu tun. Ich möchte einfach ein vernünftiges Gespräch führen nach dem Spiel. Ich glaube, das steht uns Trainern ab und zu auch mal zu. Und ich glaube, ich habe mich top an der Linie verhalten. Das habe ich auch vom vierten Offiziellen bestätigt bekommen. Der hatte eine große Freude mit mir. Und das sollte dann sein Chef in dem Fall einfach auch aushalten. Aber mein Gott, das gehört zum Fußball dazu und das hat mit dem Spiel 0,0 zu tun. Dritte Frage, Marius Bücher. Ist jetzt nur noch die Relegation realistisch, auch hinsichtlich des Torverhältnisses? Ja, das ist natürlich die Konsequenz aus dem gestrigen Ergebnis aus Wiesbaden in dieser Höhe natürlich auch, dass der Club jetzt beim Torverhältnis nach vorne gezogen ist. Das ist ganz klar.
Osnabrück habe ich jetzt vom Torverhältnis, wenn ich ehrlich bin, nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Ich bin aber ein Freund davon, einfach mich jetzt relativ schnell auf dieses Spiel gegen Bielefeld vorzubereiten und zu schauen, was wir dafür tun können, um 3 Punkte in Karlsruhe zu behalten. Christian Kunz, dpa. Worauf wird es an den kommenden 2 Spieltagen besonders ankommen? Ja, auf eine mentale Härte, auf eine mentale Widerstandsfähigkeit, die jeder einzelne Spieler in dieser Liga, für den es um noch etwas geht, bedarf, um in dieser Situation oben wie unten klarzukommen. Und ja, wer bereit ist, zum einen an seine Leistungsgrenze zu gehen und das paaren kann mit wenig Fehlern, der wird am Ende, was unseren Fall anbelangt, über dem Strich bleiben beziehungsweise den Bonus mit den 2 Zusatzspielen bekommen. Und die letzte Frage, welche Botschaft oder welche Art der Botschaft haben Sie der Mannschaft nach dem Schlusspfiff im Kreis mitgegeben? Ja, ich versuche immer sehr ehrlich zur Mannschaft zu sein nach dem Spiel und versuche auch meine Emotionen einigermaßen im Zaum zu halten. Das, glaube ich, gelingt mir einigermaßen gut. Ich habe Ihnen meinen Eindruck vom Spiel geschildert, habe Ihnen gesagt, was mir heute gefehlt hat und was notwendig gewesen wäre, vielleicht um in dieses Spiel nochmal zurückzukommen. Und dann aber gleich wieder den Blick nach vorne zu wenden, weil es gilt, keine Zeit zu verlieren, die haben wir nicht. Und deswegen müssen wir das Spiel abhaken, so bitter, wie sich das anfühlt, und müssen versuchen, was ich jetzt schon das ein oder andere Mal sagen durfte, am Sonntag gegen Bielefeld zu gewinnen. Dankeschön. Ja.